Ja, meine Lieben, noch mal ein kurzes Update von mir. Wir haben uns jetzt hier gerade mal hingesetzt, genießen gerade einfach den Tag. Wir haben vorhin hier ein Eis geholt. Ich trinke jetzt ein kleines, natürlich Corona-Bierchen. Es ist, ich wollte mal einen kleinen Zwischenbericht geben. Gestern haben wir versucht, ins Kolosseum reinzukommen. Das hat leider nicht geklappt. Man konnte die Tickets nur online buchen. Das wussten wir alles nicht. Dann haben wir das mit ganz viel Umständen und irgendwie versucht, uns dann auf eine Internetseite einzulocken. Das hat dann irgendwann geklappt. Dann haben wir aber erstmal unseren, sozusagen, der uns da dann angemeldet hat oder der die Buchung sozusagen bestätigt hat. Das war sozusagen dieses Büro. Den mussten wir erstmal finden. Das war auch ein Riesenakt und das alles in der Hitze. Dann hat er uns daher an die Reiseleiterin übergeben. Das war sozusagen eine deutsche Truppe, der wir uns dann angeschlossen hatten. Und wir hatten überhaupt nicht auf dem Schirm, oder das war, weil es alles so stressig war, haben wir überhaupt nicht daran gedacht, dass hier vielleicht auch die 3G-Regel schon greift. Wir haben uns dann einfach mit angestellt und sie hat das erklärt. Wir haben das erklärt, dass wir eben eine Befreiung haben. Sie konnte sehr gut Deutsch und hat auch sozusagen die Führung dann auf Deutsch gemacht. Und dann sind wir, also durch den Eingang sind wir gerade noch so gekommen, die erste Kontrolle, das war noch okay. Aber dann ging es halt weiter rein. Also wir waren wirklich kurz vorm Ziel und dann hieß es auf einmal, ja, wir müssen noch durch irgendeinen Green Card Pass rein. Und wir wussten aber beide nicht, was ist das jetzt? Also ich wusste das bisher nicht, was diese Green Card ist. Und naja, dann, ich glaube, sie hat nachher letztendlich verstanden, dass wir eine Impfbefreiung haben, eine Attest und keine Maskenbefreiung, so. Und dann standen wir da und sie hat dann uns irgendwann mitgeteilt, also stellte sich dann raus, dass man halt nur wirklich rein kann, wenn man entweder geimpft, getestet oder genesen ist, so. Natürlich etwas enttäuschend gewesen, dann konnten wir natürlich nicht rein, aber mein Gott, immerhin haben wir es von außen gesehen, das ist ja auch schon eine Wucht, sich das einfach mal hier zu sein, ja, auch wenn man hier nicht alles nicht überall rein darf, ist es eigentlich nicht so wichtig, weil viel schöner ist es eigentlich für uns, einfach reisen zu können und einfach in dieser Stadt zu sein, jetzt einfach mal komplett woanders zu sein, im Ausland. Natürlich ist es traurig, dass man nicht überall rein kann, in geschlossene Räume, wo man vielleicht möchte. Sie meint auch, dass es wurde recht neu beschlossen, ja, am 6. August, das ist irgendwie an uns völlig, wir haben es nicht mitgekriegt. Also klar, dass sie das in Deutschland so umsetzen wollen, schon, aber dass es jetzt hier schon so ist, das ist irgendwie, haben wir das nicht gecheckt oder auch nicht daran gedacht, uns vielleicht darüber zu informieren, weil wir waren so froh darüber, dass einfach alles so reibungslos funktioniert hat und da hat man nicht, also ich möchte es auch nicht dauernd auf dem Schirm haben, einfach, weil es für mich nicht normal ist, dass einfach Leute in verschiedene Klassen eingeteilt werden. Ja, und dann haben wir heute nochmal versucht, einen Schnelltest ranzukriegen, aber getestet kann man ja rein, aber leider gilt wohl dieser, also wenn man den Test selber macht unter Aufsicht, das zählt wohl nicht für die. Also es ist auch sehr schwierig, wenn man hier also sozusagen so einen Spucktest haben möchte, kriegt man den nicht so einfach. Also wir haben es bei einer Apotheke versucht, das ging nicht. Also die hat uns auch versucht zu erklären, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man halt, wenn man ins Kolosseum will oder irgendwo rein möchte, muss man halt wirklich diesen Nase und Mund machen. Kommt sie gerade wieder. Fortsetzung folgt.